Tränen fließen über unser Gesicht, wenn wir die Bilder sehen. Eingebrannt hat es sich. Wir hören sie, die Schreie und ihr Flehen. Fort sind sie. Vielleicht werden viele sie vergessen. Doch nimmer wir. Alle 50 werden wir vermissen. Man nahm sie von uns, weil sie glaubten an den einen. Gedachten seiner gemeinsam standen in den edelsten Reihen. Männer, Frauen und Kinder, sie hatten Namen und Leben. Doch was müssen wir tun, um sie zu halten in Ehren? Heut sehen wir die Früchte von Lüge und Trug. Muslime werden verachtet, begegnet ihnen mit Wut. Wir waren Zeugen über die Untaten von Politik und Presse, eurer geistigen Brandstiftung, eurer medialen Hetze. Die Stimmung ist es, die ihr formtet über die Jahre, Tag für Tag. Habt den einfachen Mann verteufelt, wegen Gebet, Kopftuch und Bart. Durch Debatten und Diskurs schuft ihr solch eine Welt. So entstand das Bild, der Islam der Feind, der Westen ein Held. So hat sich die Welt nun verändert. Blicke sind auf mich gerichtet. Darf mir keine Fehler leisten, denn unter Generalverdacht stehen wir, wird berichtet. Auch wenn ihr es nicht hören wollt, müsst ihr diese Worte vernehmen. Ist richtig und falsch anders zu deuten, wenn Muslime etwas begehen? Je suis Charlie hieß es, und eure Obrigkeit setzte ein Zeichen. Sie alle versammelten sich, doch für die 50 scheint die Trauer nicht zu reichen. Wieso zögert ihr zu sagen, dies ist Terror? Es scheint, euch zu zerfressen. Der Verdacht erhärtet sich. Es wird mit zweierlei Maß gemessen. Hört auf, uns zu trügen, indem Beileid eure Lippen verlässt. Wenn ihr wahrhaftig seid, so bringt die Wende und stoppt jeden, der nun hetzt. Ein Moment der Trauer wird nicht die Zukunft bewahren. Eure gespielte Empathie nicht das kommende Leid ersparen. Der einfache Mann bekundet Trauer, richtet den Finger auf das Übel. Was kann er sonst tun? Aber wenn Politik nur spricht und nicht handelt, ist das Heuchelei und verdient keinen Ruhm. Meine lieben Geschwister, das beste Gedenken an die 50 kann es nur sein, das Wort zu erheben und das gemeinsam, nicht allein. O ihr Muslime, wacht auf und erhebt euch nun! Sie wollen stehlen unseren Islam, ihn von uns trennen, hört auf, euch auszuruhen. Stets war es der Glaube und die Einheit, aus denen wir schöpften unsere Kraft. Das Unrecht muss benannt werden und das mit aller Macht. Ein Wort und eine Stimme, das Ende der Hetze, heute muss es geschehen. Unseren Islam müssen wir bewahren, so darf es nicht weitergehen.